Ja, hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen. Ich bin Poison Rose, falls wir uns noch nicht kennen sollten. Und wir fangen heute zusammen Batman Arkham Asylum an. Quasi der Startschuss zur großen Batman Arkham Let's Play Reihe. Also Asylum City, Orange and Night werden wir alle durchnehmen. Hier sind wir jetzt erstmal bei Asylum. Ich drücke schon mal ganz dreist auf Start, damit wir hier vorankommen. Asylum habe ich vor ein paar Jahren bereits einmal gespielt. Es ist also kein komplettes Blind Let's Play. Ich habe ein paar Momente noch sehr gut in Erinnerung. Tatsächlich einen meiner größten Rage-Momente geschah hier in Batman Arkham Asylum. Auf der einen Seite hoffe ich, dass sich dieser nicht wiederholen wird. Auf der anderen Seite ist es vielleicht gut zu eurer Belustigung. Wir werden sehen. Jetzt würde ich erst mal sagen, neues Spiel starten. Helligkeit ist, glaube ich, so Batman-Logo auf dem sollte gerade noch so sichtbar sein. Ich habe immer Angst, dass es dann zu dunkel ist. Ich lasse es mal so. Untertitel auch hier, falls ihr meine Let's Plays noch nicht kennen solltet. Ich spiele in der Regel ohne Untertitel, weil ich es so schöner finde. Schwierigkeitsgrad, genau, machen wir normal. Und damit, wenn ich jetzt A drücke, würde ich sagen, Batman Arkham Asylum startet jetzt. Oder auch nicht, denn es müsstest du mir erst noch sagen, dass es automatisch speichert. Das ist schön, dass du meinen epischen Ansprache unterbrichst. Aber ich glaube, jetzt geht's los. Ich bin ruhig. Zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Hey, Sharpy. Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie. Wie geht's Frauen und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Cloud. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich. Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest. Du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kretin hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Alright, wir gehen jetzt mit, oder wie? Ich würde tatsächlich vorher, kann ich... Es tut mir so leid, aber ich habe das Gefühl, die Stimmen sind unter... Aber ich kann die Stimme jetzt... Die Dialoglautstärke ist schon auf höchster Höhe. Okay, Soundsachen ist auch, in den nächsten Folgen wird sich das dann perfektionieren. In der ersten Folge ist immer noch so ein bisschen schwammig. Ich werde da dann noch ein bisschen dran rumspielen. Jetzt würde ich erstmal sagen, wir folgen. Ja, Sir. Er warte bei der Patientenübergabe auf Sie. Wer jetzt? Jetzt hab ich verpasst. Sharpy liebt seine Kameras. Hey, Sharpy! Filmst du auf meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Oh Gott, er ist so schön verrückt. Ein neuer Patient in der Lobby der Intensivbehandlung. Das nicht erforderliche Personal muss den Bereich verlassen. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Das war viel intimer. Ich habe ein rotes Licht.
Patient, das ist... Oh, was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir! Batarangs? Batcrawls? Batsnacks? Der Scanner scheint bei Druck auf Grün. Öffne das Tor, hol ihn hier raus! Das hat der Scanner. Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass die nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack. Oh, die haben erst. Was ist los, da? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Gut. Bleibt hinter mir. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot, du entkommst mir niemals. Ich lasse ihn erstmal reden, ne? Hey, es ist Joker. Auf einer kleinen Joker, 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 Maul. Yo, bin gleich bei dir, Boss. Ruhe und weitergehen. Der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Setzen Sie meine Temperatur messen. Ich wasche gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Und weiter. Alarm in der Intensivbehandlung. Kategorie 9 Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschutzalarm erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Oh, und ich weiß genau welcher. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Nein? Dann war's wohl einer der Wachen. Krog, alter Junge, bist du das? Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Hey, Killer Krog, was geht? Er ist windlos. Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Was? Bring das Ding hier ein raus. Sofort hält mich nicht davon ab, dich zu töten. Ich habe wirklich Angst vor ihm und es gibt eine ganz, ganz schlimme Mission mit ihm. Stücke, frisst alle Knochen. Ich hab Angst. Das Warum erinnert mich das? An was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben. Und rein in den Fahrstuhl. Ach Gott, Killer Croc, ey, da gibt's echt... Es gibt Stellen im Spiel, da habe ich auch schon so ein bisschen wirklich Angst. Festhalten! Aber es ist ein tolles Spiel, deswegen spiele ich es jetzt mit euch zusammen. Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Tolles Spiel, tolle Nacht. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starren. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in unserer... Oh nein. Oh. Was macht er? Und es geht los. Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Atme
Abwesenheiten unserer Anstalt ist nur kurz. Was? Vertraust du mir nicht? Es wird abgeraten, sich nicht so ganz. Ist angekommen. Also, der Gast ist angekommen. Die unteren Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf Alpha Rot. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Wen haben wir denn da? Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Die Frage ist nur, für wie lange? Und warum er bei dem hierher wollte. Geh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell, wir verlieren ihn, John. Der Scherz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause. Komm rein. Willkommen im Irrenhaus, Batman. Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetrampelt. Jetzt lass die Party beginnen. Oh. X schlagen! Krieg ich hin! Ich glaube, Y war... Ich hab's nicht mehr ganz drin. Ich weiß nicht mehr, was Blocken war. Ich drücke gerade nur ganz wild. Ah, scheiße, siehst du genau, das meine ich. Ah, okay. Der lebt ja immer noch. Also, er steht noch, wir töten ja niemanden. Aber er steht ja immer noch. Aus der Besserungsanstalt Blackgate. Mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Okay, Y ist auf jeden Fall. Runde 2. Vermeide Schaden, indem du Angriffe konterst. Ja, danke schön. Y kontern, genau. Ich wusste es doch. Kontern, kontern, kontern. Hab ich. Und weg. Und auch weg. So, was mit euch hier? Alle umgehauen? Anscheinend nicht. Ah! Wo kommst du denn jetzt her? Und da fehlt der letzte. Ah! Das System ist blockiert. Wir sitzen hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitstore. Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, Betsy. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Ihr geht an keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze. Wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Das ist der Plan, mein Freund. Das ist der Plan. Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Charakterbiografien betrachten. Kommissar Gordon. Ich weiß nicht, ob ich das alles vorlesen soll. Wenn ihr mögt, kann ich das gerne... Was ist denn mit den Fakten? Komme ich irgendwie zu den Fakten? Ah, das wollte ich gar nicht. Oh Gott, ich bin völlig überfordert. Ich würde sie jetzt erstmal nicht, weil es halt viele sind, erstmal nicht vorlesen. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben. Also ihr seht ja, da kommen noch ganz viele weitere dazu. Wenn ich sie vorlesen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und dann mache ich das natürlich. So, da haben wir jetzt noch eine Karte. Okay. Gut, dann so viele Optionen haben wir jetzt nicht. Laufen wir mal schön in die Falle vom Joker.
wollte eigentlich nur gucken, ob ich irgendwie rennen kann. Ah! Ah, es ist die Scheiße, ich erinnere mich. Okay, wie kriege ich, glaube ich, Erfahrungspunkte für. Kann man dann mal machen. Okay, aber ansonsten haben wir hier jetzt nichts drin. Guck mir ja alles in Ruhe an. Oh, sorry. Lass mich nicht hetzen von diesem Irren. Ist jetzt aus? Okay. Ich wüsste trotzdem gerne, ob ich irgendwie rennen kann. Kann mich ducken. Achso, das konnte überall, ich. Wo der Verrückte hingeht, folgt ihm mit Sicherheit. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Die Dosen müssen um 6 Uhr. Danke. Sicherheitslücke auf Ebene 3. Warnung. Aber hier war noch so Ding. Sicherheitslücke auf Ebene B2. War nicht noch so ein Gebiss? Na gut. Warnung. Okay, ich habe gerade größere Probleme. Ich got it. Ebene B8. Schön. Ja, Warnung, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich muss nach rechts, aber vorher. Herausforderung 2 Bescheid. Intensivbehandlung. Hey, Batman. Hier drüben. Alles gut? Sprich mit Eddie. Oh. Was ist passiert? Joker ist passiert. Du hast Glück, dass du noch lebst. Er muss da lang gegangen sein. Die Tür klemmt. Ich versuche sie zu öffnen. Wir brauchen bei der Ruhigstellung Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen Hilfe beim Ruhigstellen. Hört das jemand? Können Sie mich hören? Ich bin bei Batman. Hallo? Wo sind Sie? Brauchen Sie da unten Hilfe? Nein, ich arbeite besser allein. Sass ist frei! Das oh ist Gott, wahr. Er hat Mike! Franklin, kannst du mich hören? Falls du mich hörst, Hilfe ist unterwegs. Alright, hilf du deinen Leuten, ich arbeite besser allein. Kann er springen? Ja, tatsächlich. Erstmal wieder mit der Steuerung rumspielen. Warte! Oracle, oh. Hörst du mich? Oracle! Laut und klar, was gibt's? Joker ist der Bewachung entkommen. Er läuft frei in Arkham herum. Brauchst du was? Ist mein Dad immer noch da? Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Haben jetzt auch die Charakterbiografie bekommen, ne? Ganz ehrlich, eigentlich würde ich sie ja schon gerne vorlesen, muss ich sagen. Komm, wir lesen sie jetzt. Komm, wir fangen hier oben bei Batman an. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich hier hin und her switchen kann, weil bei Fakten... Achso, da drücke ich dann einfach X. Ach, danke, dass du mir das auch sagst. Story, Batman. Nachdem seine Eltern vor seinen Augen erschossen worden waren, schwor der junge Bruce Wayne, Gotham City von den kriminellen Elementen zu säubern, die seine Eltern getötet haben. In der Folgezeit erreichte er durch ein gezieltes Training eine ungeahnte mentale und körperliche Perfektion und widmete sich dem Studium verschiedener Kampfkünste, moderner Detektivtechniken und der Kriminalpsychologie. Mit Hilfe hochspezialisierter Gadgets und Fahrzeuge kämpft Batman seither in Gestalt einer Fledermaus gegen die kriminellen Elemente der Stadt und agiert von seiner geheimen Betthöhle unter Wayne Männer aus. Fakten. Bürgerlicher Name Bruce Wayne, Beruf CEU Philanthrop? Ist doch kein Beruf. Okay. Operationsbasis Gotham City, Augen blau, Haare schwarz, Größe 1,88, Gewicht 95 Kilogramm. Erstes Auftreten Detective Comics Nummer 27, Mai 1939. Eigenschaften. In körperlicher und mentaler Höchstform. Arsenal technischer Gadgets, Fahrzeuge und modernster Technologie. Erfinder, Detektiv, hochintelligent. Beherrscht zahlreiche Kampfkünste. Ausgebildeter Kriminologe, Abschluss in Naturwissenschaften, Computerexperte, Meister der Verkleidung, fotografisches Gedächtnis, ausgebildet in Tarnungs- und Spionagetechniken, erfahrener Ausbruchkünstler. Der Joker. Der Joker ist ein geisteskranker Superschurke, dessen weiße Haut, grüne Haare und blutrote Lippen über das mörderische Wesen hinwegtäuschen, das sich hinter seinen grotesken Äußeren verbirgt. Der selbsternannte Clownprinz des Verbrechens hat zwar keine Superfähigkeiten, ist aber für seine Brutalität und Mordlust berüchtigt. Nicht selten schmiedet der Joker heimtückische Pläne, um seinen Erzfeind Batman zu Fall zu bringen. Bürgerlicher Name unbekannt. Beruf Berufsverbrecher. Operationsbasis Gotham City. Augengrün, Haare grün. Größe 1,83. Gewicht 72 Kilogramm. Erstes Auftreten Batman Nummer 1. Frühling 1940.
Eigenschaften. Reuloser, gemeingefährlicher Soziopath, der sich einer präzisen psychologischen Einstufung entzieht. Überraschend starker Nahkämpfer. Seine Vergangenheit ist unbekannt. Widersprüchlich und unbestätigten Berichten zufolge ist er ein gescheiterter Komiker, ein ehemaliger Dieb und ein gebrochener Ehemann. Benutzt verschiedene Waffen, die häufig auf Scherzartikel basieren. Setzt ein Gift ein, das das Gesicht seines Opfers zu einem Joker-ähnlichen Grinsen dehnt und schließlich zum Tod führt. Anstandsleiter Sharp. Quincy Sharp ist seit 3 Jahren der Leiter der Anstalt von Arkham. Er hat sein Leben in den Dienst der Heilung der geisteskranken Superschurken gestellt, die in Gotham City ihr Unwesen treiben. Derzeit kämpft er im Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters von Gotham. Um seine Ambition zu unterstreichen, hat er die Sicherheitslinien in Arkham verschärft und experimentelle Studien in Auftrag gegeben. Bürgerlicher Name Quincy Sharp, Beruf Leiter der Anstalt von Arkham, Operationsbasis Gotham City, Augenblau, Haare grau, Größe 1,72, Gewicht 86, erstes Auftreten Batman Arkham Asylum, Sommer 2009. Krass. Das ist ganz schön spät, das wusste ich nicht. Eigenschaften. Ist entschlossen, Arkham zu säubern. Altmodischer Wichtigtuer, der nur Augen für sein eigenes politisches Fortkommen hat. Überspielt mit seiner Verachtung der Patienten von Arkham und seinem Desinteresse an der Behandlung seine eigene Feigheit. Quincy Sharp ist nicht unbedingt der Coolste. Commissioner Gordon. Police Commissioner James W. Gordon setzt vergleichsweise erfolgreich alles daran, den Sumpf der Korruption innerhalb des Gotham City Police Department trocken zu legen. Gleichzeitig stellt er sich den kriminellen Elementen der Stadt entschlossen entgegen, um Gotham City zu einem lebenswerten und sicheren Ort zu machen. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass er eine Allianz mit einem weiteren Gesetzeshüter geschlossen hat. Einem mysteriösen Mann der Selbstjustiz namens Batman. Bürgerlicher Name James W. Gordon, Beruf Police Command Commissioner, Operationsbasis Gotham City, Augenblau, Haare weiß, früher braun, Größe 1,83, Gewicht 82, erstes Auftreten Detective Comics Nummer 27, Mai 1939. Erfahrener Police Officer, ausgebildeter Kriminologe, beherrscht verschiedene Nahkampftechniken, erfahrener Scharfschütze. Oracle. Story. Nachdem Police Commissioner James W. Gordon seine Tochter Barbara Gordon die Aufnahme in das Gotham City Police Department verwehrt hatte, nahm sie die Identität des Batgirls an und kämpfte fortan an Batmans Seite gegen die kriminellen Elemente von Gotham. Als das endete, als ihr der Joker durch die Wirbelsäule schoss und sie ihre Identität als Batgirl aufgrund ihrer Querschnittslähmung aufgeben musste. Seitdem versorgt sie den dunklen Ritter unter dem Namen Oracle aus dem Rollstuhl heraus mit einem Strom an computergeschützten Informationen, um dessen Kampf gegen die Verbrechen auch weiterhin zu unterstützen. Bürgerlicher Name Barbara Gordon, Beruf Informationsvermittlerin, Operationsbasis Gotham City, Augenblau, Haare rot, Größe 1,80, Gewicht 57, erstes Auftreten, Detective Comics Nummer 359, Januar 1967. Fotografisches Gedächtnis, erinnert sich an nahezu alles, was sie liest oder sieht. Hightech-Hauptquartier und umfassendes Archiv im Uhrenturm von Gotham City. Überragende Hackerin und Computerexperte. Ich bin einfach so eine Leseratte spielen, ich kann mir das da nicht nehmen lassen. Denk drüber nach, was du machst, Seth! Oh oh. Patientenruhestellungskammer. Was ist hier los? Zack! Gott sei Dank, es ist Seth. Er hat Mike. Er wurde an den Stuhl geschnallt. Seth ist völlig durchgeknallt. Warte hier. Er wird Mike töten, wenn er sieht, dass jemand versucht, sich ihm zu nähern. Er wird mich nicht sehen. Wenn ich irgendwas sehe, was einer Fledermaus auch nur ähnelt, stirbt dieser Aufseher. Habt ihr verstanden? Das Schwein gegrillt wird. Lasst es bezahlen. So, die Frage, wie komme ich da rein? Hier oben lang? Lass die Finger vom Auslöser, Sess. Ich probiere mal hier oben lang zu gehen. Scheiße, kann ich mich nochmal ducken? Nee, das wollte ich, danke. Ich weiß nicht, wo er ist. Scheiße, er ist da vorne. Haha. Nee, hier sind noch gar nicht. Noch eins. Idiot. Ich dachte, ich sollte jetzt schon schleichen. Achso, mit euch kann ich nochmal reden. Seth hat meinen Kumpel. Er wird ihn grillen. Mach was, bitte. Beschäftigen Sie ihn. Ich muss hinter ihn. Ich muss nah genug an Seth ran, um zuzuschlagen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Wie
oft muss ich es dir noch sagen? Bleib weg von mir. So, Wurfshau. Kleine Schweinchen. Diese alten Wasserspeier sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Kleintritt? Kleintritt! Hui! Und tschüss, Seth. Es ist am Boden, aber nicht lange. Ich muss nah ran und ihn ausschalten. Hab ich. Ah, hab ich. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Schockierende Rettung. Na, das lief doch. Kannst du mich hören? Geht das Ding? Oh, hi, Batman. Hier ist Harley Quinn. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Ziemlich heiß, hä? Und ich will dir auch was zeigen. Einen Moment, Batman. Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Ciao. Nun, so viel dazu. Batman, hörst du das? Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Du wurdest von Batman. Der Raum ist verschlossen. Oh. Wir sind hier eingesperrt. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Das stimmt. Aber jetzt ist alles. Allerdings, Leute, ich würde sagen, die Biografien von den beiden lesen wir dann zu Beginn der nächsten Folge. Ich beende jetzt erstmal diese Folge hier, die erste Folge von Batman Arkham Asylum. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon wieder sehr auf die zweite Runde in diesem Spiel. Ich sollte den Raum scannen, einen Ausgang suchen. Hör auf, mich zu unterbrechen. Wie gesagt, ich hoffe, diese erste Folge von Batman Arkham Asylum hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin.